sagte immer wieder, die Götter hätten uns verlassen. Aber ich glaube, die Götter haben uns noch nicht aufgegeben. Und diese Arche hier ist der unabstreitbare Beweis dafür. Diese Sache mit dem Verdantier zum Beispiel. Noch so ein alberner Sterblicher, der sich nach Göttlichkeit sehnt. Ein leerer Traum, einer, der immer tragisch endet. Und was tust du dagegen? Was soll man da schon tun? Der Untergang der Menschheit ist unausweichlich, auch ohne unsere Hilfe. Ich will dir damit nur die Wahrheit zeigen. Dämonen haben dieses Chaos nicht verursacht. Der Ehrgeiz der Sterblichen hat die Mauern zwischen unseren Welten geschwächt. Wenn sich die Kluft öffnet, wird der Rotmond aufgehen und unsere Welt Petrania wird endlich erstrahlen. Dein Plan ist also, Arcesia zu zerstören? Im Gegenteil. Ich will sie vor dem sicheren Untergang retten. Stimmst du nicht zu? Wie kommst du darauf, dass Menschen mit all ihren Sünden es verdienen, Meister des Lichts zu sein? Wenn man die Augen vor den Schwachen und Leidenden verschließt und du hast die Frechheit, von Gesetzen und Verfahren zu schwadronieren. In der Wüste gibt es keinen Regen. Doch ich glaubte, dass unsere Tränen und das Blut dieses Ödland eines Tages in einen Garten verwandeln würden. Manche finden es töricht, dass ich so denke. Und deshalb werden sie im Sandsturm begraben. Säule von Petrania. Petrania? Der dunkle Stern? Sehr gut. Die Welt, die von Sosma geschaffen wurde, dem Gott des Chaos, wird im Moment von Meister Kazaros regiert. Sobald die Säule von Petrania sich in Arcesia verankert hat, wird eine Dimensionsbrücke entstehen. Arcesia und Petrania werden endlich eins sein. Regulus würde das niemals zulassen. Regulus? Dieser sogenannte Gott, den ihr immer noch anbetet? Ich vergaß, dass du ein Priester bist, armer, verwirrter Delane. Wo war euer großer Gott vor 500 Jahren, als ihr ihn brauchtet? Wo ist er jetzt? Wie lange wollt ihr noch auf einen Gott warten, den es nicht gibt? Sobald der Rotmond aufgeht, spielt es keine Rolle mehr. Dann ist mein Plan endlich vollendet. Zukunft geboren wird. Alles, was passiert, ist ein kleiner Teil des großen Plans. Warum hast du mich dann hierher gebracht? Was ist dein Plan, Dämon? Plan? Ich hab dir nur die Augen geöffnet. Die Wahl lag von Anfang an bei dir, oder nicht? Du bist hier? Aus freien Stücken. Du und ich, wir haben tatsächlich eine Menge gemeinsam.
Wir gehören in diesem Krieg zu keiner Seite. Wir sind irgendwo dazwischen gefangen. Aber ich kann sie spüren. Diese große, unerklärliche Macht in dir. So etwas habe ich nicht. Bald wird alles klar werden. Dir und deiner Welt. Ich freue mich sehr auf die Zukunft, die uns diese Macht bringen wird.